Auch hier am Fichtelberg macht das Snowboard dem Skilaufen zunehmend Konkurrenz. Die modernen Bretter aus Holz und Kunststoff haben Bindungen und scharfe Stahlkanten. Die braucht man auch für solche Schwünge und Kurven am Skihang. Ohne die Kanten würde man hier unweigerlich wegrutschen. Die richtigen Freaks fahren jedoch viel lieber im sogenannten Funpark. In rasantem Tempo geht's da über die verschiedensten Hindernisse, wie hier zum Beispiel über diesen Handlauf. Mit scharfen Kanten am Brett geht das aber nicht, da würde man hängen bleiben und stürzen. Wer nun aber beides mag, Hindernisse und Abfahrt, der brauchte bislang zwei verschiedene Bretter. Doch die Zeiten sind vorbei, dank einer Erfindung von Studenten und jungen Wissenschaftlern aus Chemnitz. Wir haben ein intelligentes Around-Snowboard entwickelt und zum Patent angemeldet. Und dieses neue Snowboard hat eine flexible Kante, die sich je nachdem, was man gerade fährt, ob auf der Piste oder im Park, anpasst und verformt. Das wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen. Beim Kurvenfahren am Hang verbiegt sich so ein Snowboard mit den Enden leicht nach oben. Und jetzt kommt es. Bei dem neuen Brett wölben sich dabei die Seitenkanten links und rechts von ganz allein nach unten. Nur wenige Millimeter, doch die sorgen für deutlich mehr Halt auf der Piste. Im Hindernispark ist es genau andersherum. Da biegen sich die Brettspitzen nach unten. Durch den aufgelegten Skistock erkennt man, wie sich die Seitenkanten jetzt auf einmal nach oben wölben. Doch wie kann es sein, dass sich ein Brett beim Verbiegen so unterschiedlich wölben kann? Mal nach unten, mal nach oben. Snowboards werden aus verschiedenen Lagen zusammengepresst. Bei unserem Snowboard ist besonders, dass wir solche fein zugeschnittenen Textilien von Hand anbringen. Diese führen dazu, dass dann bei gewissen Zugkräften sich das Snowboard besonders verformt. Die Textileinlagen bestehen aus Glas bzw. Carbonfasern. Es war schon eine Art Puzzlespiel, sie so zu schneiden und anzuordnen, dass am Ende die gewünschten Kantenwölbungen entstehen. Und es funktioniert. Paul und Henning, zwei Snowboarder der Chemnitzer Hochschulmannschaft, führen es vor. Zuerst auf diesem Skihang, einer schwarzen Piste, etwas für Experten. Hier braucht man extrem scharfe Kanten, vor allem auch zum Bremsen. Nun geht es mit demselben Brett rüber in den Funpark. Problemlos absolvieren unsere Tester die Hindernisse, weich wie auf Butter und ohne hängen zu bleiben. Das Schöne an diesem Snowboard ist, dass es sowohl auf der Piste als auch im Park hervorragende Eigenschaften zeigt. Früher hatte ich ein Brett mit scharfen Kanten für die Piste, eins mit rund gefeilten Kanten im Park. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Jetzt habe ich dieses Brett, mit dem kann ich in beiden Terrains einfach hervorragend fahren. 4 Jahre lang hatten die jungen Wissenschaftler und Studenten der TU Chemnitz daran gearbeitet. Ungezählte Versuche waren nötig, Simulationen am Computer und natürlich immer wieder Testfahrten im Gelände. Jörg Kaufmann und sein Team bekamen schon mehrere Preise für das neue Snowboard. Und inzwischen werden die Bretter sogar schon gemeinsam mit einem österreichischen Partner produziert.